So, guten Morgen Leute, Tag 2, also Montag meiner 2500 Kalorien Defizit Hardcore Diät und ich merke schon, also man fühlt sich echt ein bisschen schlapper, meine Beine haben ein bisschen Muskelkater und so weiter, aber dafür muss man es dann hoffentlich nicht so lange durchziehen. Ich hoffe mal, dass ich am Ende dieser Woche den entsprechenden Look haben werde, den ich haben möchte und sonst gibt es erstmal heute, also zu essen meinte ich, gibt es wahrscheinlich ähnliches wie gestern. Erstmal noch das zweite Stück Rind und dann irgendwie schnibbel ich mir da Gemüse zu. Und sonst wird heute Kreuzheben gemacht. Eigentlich wäre heute wieder schwer dran laut dem Plan, aber ich mache jetzt noch Kreuzheben Technikübung und mal gucken, wie sich das da verhält. Da bin ich noch sehr spontan und versuche erstmal die Technik richtig drauf zu haben und dann nächsten Cycle mache ich vielleicht wieder schweres Kreuzheben. So Leute, war gerade eben bei Aldi einkaufen. Ich wollte hier halt entsprechend, habe ich ja gestern schon gesagt, eine Waage kaufen. Aber gut, also Aldi ist jetzt nicht unbedingt der Laden für eine Waage, aber manchmal haben sie da irgendeinen Technikkram und ich habe gedacht, vielleicht haben sie da auch eine Waage, sonst fahre ich nochmal später zu Famila. Aber dann bin ich erstmal hier drauf gekommen. Die haben Geflügelhack. Das finde ich sehr interessant und die haben es halt leider schon gewürzt, das finde ich nicht so geil, aber das verändert nicht sehr viel an den Nährwerten. Also die haben immer noch relativ wenig Fett, ey, fokussier. Quasi keine Kohlenhydrate. Alter, soll ich doch auf manuellen Fokus stellen. Also kaum Fett, kaum Kohlenhydrate und das Einzige, was mir ein bisschen Sorgen macht, ist das Ding 1,1 Gramm Salz pro 100 Gramm hat. Das ist ein bisschen kacke mit dem Gewürz, aber mal gucken. Ich glaube, hole ich mir eine kleine Salzüberdosis, aber sonst hier schön 30% billiger, weil das nur noch bis morgen haltbar ist. Und dann noch einen kleinen Stremellachs. Und ich habe, ohne Witz, ich habe für das ganze Ding hier irgendwie 5 Euro irgendwas bezahlt. Für 1,2 Kilo Hack und so einen Stremelachs. Und allein der Stremelachs hat hier 2 Euro gekostet. Also entsprechend 3 Euro und ein bisschen für 1,2 Kilo Geflügel. Das finde ich schon ganz geil. Und ich denke mal, läuft gut. Also nochmal den Stremelachs. Den gönne ich mir jetzt. Das Hühnchen gibt es erst morgen. Heute ist ja noch Rind auf dem Plan. Und aber den werde ich jetzt erstmal genießen. Mal wieder was Schönes, Leckeres. Und nein, nicht, dass das andere nicht lecker war, sondern was man sich richtig schön gönnen kann. Ja, auf dem Plan stand ja heute schweres Kreuzheben, also 3 Wiederholungen mit 85%. Aber das mache ich ja jetzt schon seit einigen Wochen nicht. Da mache ich einfach nur bei Kreuzheben immer Low Weight, High Reps. Hab da ein paar Sätze einfach aufgenommen, um einfach die Technik reinzukriegen. Bei weniger Gewicht sieht es noch einigermaßen okay aus. Hier ist 140 Kilo, da wird es schon enger. Also könnt ihr draufschreiben, was ihr davon haltet, was man verbessern könnte und so weiter. An 180 gehe ich noch nicht wieder ran, weil ich einfach weiß, dass da die Technik dann wieder zusammenbricht und deswegen versuche ich es so schwer wie möglich, ohne jetzt, dass die Technik kaputt geht. Entsprechend Overhead Press fühle ich mich mit der Technik sicher, dann mache ich sie einfach durch, jetzt auch mit schwerem Gewicht. 85%, 0,3, das wären jetzt hier entsprechend 60 Kilo und das mache ich dann auch. Und damit bin ich ja hier auch ganz zufrieden, das geht noch gut, also am Ende des Cycles wird da sicherlich um 5 Kilo oder so das maximal das Rechengewicht erhöht. So, weil das Laufband zu rutschig war, gehe ich jetzt auf diesen Stepper hier. Ich muss erstmal noch einstellen. Mein Gewicht ist, naja, sagen wir 85. Ist nicht ganz, ein bisschen niedriger, aber egal.
Und los geht's. Ah, 906 Kalorien. Total am Arsch. Naja, eigentlich höre ich jetzt auf. Also 100 Kalorien vom Laufband, 900 hiervon, 1000 Kalorien Cardio. Check. So, zum Mittagessen heute gibt's wieder das zweite Stück Rindfleisch und dann hier Gemüse, also Paprika, Tomaten und Karotten. Ich zeige euch dann nochmal, wie es aussieht, wenn es fertig ist. So, meine Freunde, so sieht letztendlich mein Mittagessen aus. Hier mein schönes Rindfleisch und hier mein großes Gemüse. Sehr viel, gerade die Karotten waren sehr viel, weiß nicht, 500 Gramm bis 1 Kilo, ich weiß nicht genau. Aber ist echt, also der Topf ist sehr voll und ja, das werde ich jetzt mal essen.